Ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown vs. Raw 2008. Lassen wir die letzte Folge nochmal Revue passieren. Wir befinden uns anscheinend auf der Suche nach einem neuen Herausforderer, beziehungsweise der General Manager Jonathan Coachman will einen neuen Herausforderer für unseren Titel. Und wir haben jetzt ein Fatal 4-Way Match bei Raw gegen Edge, Johnny Nitro und Chris Masters, damit der General Manager Coach sich ein Bild machen kann von jedem Einzelnen. Und natürlich können wir auch weiterhin beweisen, dass wir der Coolste sind. Ich will mal eben gucken. Die Q ist I. Warum? Egal. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Hier muss Stop Rope und zeigen einen Elbow Drop. Und wenn wir Stop Rope gehen und nochmal einen Double Footstomp zeigen, dann sind wir alle glücklich. So, jeder hat seinen eigenen Gegner so ein bisschen. Den sehen wir gerade. Jeder hat zu tun. Das ist doch schön. So, da gibt es die Tiger Bomb. Das Cover. So, beim Fatal 4-Way gelten normalerweise die gleichen Regeln wie beim Triple Threat Match. Der erste Pinfall und die erste Submission zählt. Keine Elimination. Deswegen muss man immer aufpassen, was die Gegner vor sich haben. Ich bin nicht so ein Fan von den Matches, weil es doch manchmal echt schwierig ist, die Übersicht zu behalten und man nicht immer überall sofort eingreifen kann. Vor allem, wenn man total kaputt ist oder was nicht. Alles, gehen wir aufs Double Rope und zeigen die coole Swarton Bomb, die sich ja gewünscht wurde bei den Finisher-Vorschlägen. Falls ihr auch einen Finisher-Vorschlag habt, könnt ihr diesen natürlich in die Kommentare schreiben. Am besten ist es aber immer, diese unter dem Video zu posten, in welchem auch die aktuelle Auslosung ist. So. Ich möchte mal einen Rated AKO zeigen. Na, kommst du her? Herr Masters. Nein, der falsche Masters. Wir wollen den Masters haben hier. So, Rated AKO. Geht doch. Aber immer muss eine Kamera ein Kamerawechsel folgen. Anscheinend. Ich möchte mal Folgendes probieren. Wenn das geht. Das wollte ich probieren. Ich hoffe, dass das funktioniert. Tatsächlich. Wunderbar, wir können ihn mal pinnen. Er ist schon rot. Er ist gerade beschäftigt. Na komm schon. Jawohl. Ey, das ging einfacher als gedacht. Nach nicht mal 3 Minuten. Krasse Scheiße. Krass, krass. Der hat uns der gute Sabu-Move geholfen. Ich glaube, den Move hat man automatisch, sobald man Hardcore-Skill hat. Aber ist natürlich cool, weil man ja mit dem Hardcore-Skill Weapon Rapids hat. There were 4 superstars in the match. What does that prove? This was just an evaluation of potential contenders. Und alle waren kacke. If he expected more from it, he obviously wasn't paying attention. Just an evaluation? Just more hoops to jump through, you mean? Ja, ja. Das Lied heißt No Love. Wir waren nicht, ich wollte gerade sagen, wir waren nicht Main Event, doch waren wir. WWE Magazin hat etwas zu sagen. Muss mal gut überlegen, welchen Part ich gerade aufnehme. 1, 2. Ich nehme gerade den 3. Part auf, so. Mr. McMahon, Dreamer. Gegenseitige Bewunderungen. Nach Ende der Survivor Series befragte WWE.com WWE-Vorstand Vince McMahon zur letzten Ausgabe der jährlichen Veranstaltung und den Ergebnissen. Ich hatte beim Pay-Per-View anfangs eine ganze Menge vom Raw-Team erwartet, sagte McMahon. Ehrlich gesagt haben sie zwar hervorragende Leistungen gezeigt, allerdings hat mich ein anderes Roster weitaus mehr beeindruckt, von dem ich so etwas nie erwartet hätte. Nein, nicht SmackDown, ECW! Als Tommy Dreamer von Mr. McMahons Statement hörte, zollte er seinem Boss Anerkennung. Wenn man von einem Genie wie Mr. McMahon gelobt wird, hat das schon etwas zu heißen. Er ist ganz schön clever und ein brillanter Geschäftsmann. Darüber hinaus
Darüber hinaus ist er für sein Alter sehr weise. Ich kann nur Gutes über ihn sagen. Ja, das mögen andere Leute etwas anders sehen. Die Nacht haben wir noch gar nicht gesehen, ein weiter Weg. Hey Champ, ich weiß, Edge macht viel Theater, aber wann tut er das nicht? Und du brennst natürlich darauf zu erfahren, wer denn Herausforderer beim nächsten Pay-Per-View sein wird. Lass das nur meine Sorge sein. Vergiss nicht, es ist ein langer Weg bis zur New Year's Revolution und du musst diesen Weg unversehrt überstehen. Kopf hoch, Coach. Trainingswoche. Zähigkeit. Zähigkeit. 10.000 Ocken muss ich dafür opfern. Erfolg. Keine neue Nachricht. Na komm, sind wir heute mal spandabel und hauen mal ein Training gleich hinterher, und zwar Fanheat. Fanheat Training. Na. Ach, wenn man schon mal mit Training ist, kann ich euch mal fragen, habt ihr oder macht ihr irgendeinen Sport in eurer Freizeit? Ich mache aktuell gar keinen Sport in meiner Freizeit. Ich habe früher aber, hatte wirklich jeden Tag, war ich ausgelastet. Wenn ich mal bedenke, ich hatte Gitarrenunterricht gleichzeitig. Ich hatte folgende Sachen gleichzeitig. Ich hatte Gitarrenunterricht, ich war in einem Fußballverein, hatte zweimal die Woche Training, hatte Gitarrenunterricht einmal die Woche Training, war dazu noch in der Kreisauswahl, also ich war Torwart, hatte dazu noch mal einmal extra Training und ich hatte auch noch Karate gemacht, was nochmal Training war. Das bedeutet, wie war das? Ich hatte montags DFB-Training, also Kreisauswahltraining, dienstags Gitarrenunterricht und Fußball. Mittwochs war ich beim Karate und Donnerstag wieder beim Fußball und am Wochenende meistens noch ein Spiel. Ja, mit der Zeit war mir das dann zu viel, hab dann mit Gitarre aufgehört, dann mit Fußball und letztlich, beim Karate würde ich eher sagen pausiert. Weil da habe ich das vor, doch eigentlich später nochmal zu machen. Weil mir das eigentlich recht gut gefallen hat. Aber im Moment, ich bin jetzt in der 11. Klasse, Abi geht jetzt los und habe viel zu tun hier mit dem Channel und mit anderen Online-Projekten und so. Und da bräuchte ich nicht noch mehr Stress. Riesenerfolg, wunderbar. Ja, könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr früher oder aktuell noch Sport treibt. Würde mich interessieren. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal SmackDown stören? Die heutige Show stören. Und zwar greifen wir im Main Event ein. Ja. Super. Und das Ergebnis lautet folgendermaßen. Wir kriegen 3% Fanpopularität. Habe ich recht? Ja. Gut. Wir haben SMS. Ich gucke nochmal wegen der Ermüdung gerade. Na, da müssen wir nochmal gucken. Coach, du weißt schon, wer meckert wieder? Edge. Nur zur Info, Edge gibt keine Ruhe. Daher habe ich nachgegeben, mehr oder weniger. Nach seinem Theater wegen eines Titelkampfes gegen dich bin ich einen Kompromiss eingegangen. Und habe ihnen gesagt, dass er diese Woche ein Match um die Position des Hauptherausforderers bekommt. Alleine gegen dich. Wenn er gewinnt, bekommt er seine Titelchance bei New Year's Revolution. Jetzt liegt es an dir, Champ, weiter so, Coach. Na, das sollte ja wohl nicht allzu schwer sein. Raw. Wir sind am Ende des Jahres. Und ich überlege echt, wie lange ich dieses Let's Play laufen lasse. Ich meine, wir haben jetzt schon... Ist das jetzt schon Part 40? Kann gut sein, ne? Und ich habe meinen normalen, also das längste Let's Play, was ich hatte, ging glaube ich 58 Parts oder so. Ne, 54 glaube ich. SmackDown vs. Raw 2005, aber da habe ich alle drei Seasons durchgespielt. Und ich wollte jetzt, ich habe mir am Anfang ja gefragt, ob ich ein Jahr machen soll. Oder bis ich 100% Legend-Status habe. Aber der Legend-Status, der geht so langsam voran. Wir sind less than one month away from New Year's Revolution. This is good old JR alongside the Hall of Famer Jerry the King Lawler at ringside. And we've got a number one contender match for you tonight.
That's right. Tonight, the future champion goes one-on-one with the current champ. Ja. You might be putting the cart before the horse, your royal highness. The champ's no pushover. Yeah, well, neither is his opponent. This is gonna be a heck of a fight. Wie gesagt, bis der letzte Status 100% erreicht hat, wird es wahrscheinlich noch sehr lange dauern und ich möchte eigentlich nicht so 200 Parts machen. Außer der Fall tritt ein, dass ihr unbedingt wollt, dass ich SmackDown vs. Raw 2008 weiter spiele und kein neues Let's Play anfange. Das heißt, aktuell würde ich so sagen, dass ich bis WrestleMania spiele und dann einfach aufhöre. He's a former champion and he hoped to reclaim the title at New Year's Revolution. Yeah, and lucky for the champ, this is a non-title match. Wie gesagt, der Plan ist aktuell, dass ich bis WrestleMania spiele. Das sind jetzt noch gute 4 Monate in-game. Und ich dann das Let's Play beende und dann ein neues Let's Play startet wird, beziehungsweise da könnt ihr wieder voten. Die weiteren Infos bekommt ihr denn. Außer es ist natürlich so, oder der Fall tritt ein, dass ihr SmackDown vs. Raw 2008 weitersehen wollt. Ich denke, ich werde das folgendermaßen machen. Ich werde halt, wie gesagt, bis WrestleMania machen und dann werde ich das Voting laufen lassen. Und da könnt ihr dann wieder für SmackDown vs. Raw 2008 voten. Und wenn das genug Leute macht, dann werde ich das auch weiterspielen. Ganz klar. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Dann braucht ihr das jetzt auch nicht schreiben, aber ihr könnt mir jetzt schon mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, damit ich ungefähr ein Bild habe, wie ihr das Ganze so seht. And here comes the champion. Remember, würde mich sehr freuen, this is a non-title match. The championship is not on the line. Yeah, not tonight. But if he loses tonight, the rematch is at New Year's Revolution. And it'll be for the championship. Und was ist, wenn wir Edge jetzt besiegen? Dann lasst uns mal in das Match stürzen. Anderes Lied. Hatten wir auch schon. So, dann beginnen wir mit dem Match. Oh, jetzt ist meine Stoppuhr schon wieder aus. Ich muss doch sehen, wann ich den Part beenden kann und wann nicht. Da ich ja jetzt die Parts manuell aufnehme, habe ich mir wirklich vorgenommen, jeden Part mindestens 15 Minuten laufen zu lassen. Aber wie ihr seht, ist es meistens doch länger. So, mal gucken, wie es jetzt hier wird. Alles klar. Und Elbow Drop ins Leere. Zu schade. Kommst du her, Edge? Kriegst nämlich einen Headlock Takedown ab. Apparently not. Na, punch nochmal. Ja, schade. Badam, badam, badam. Wieso kriegen wir dafür was abgezogen? Sind wir nicht Heal? Oder sind wir Face eingestellt? Als Face eingestellt, ich weiß es nicht ganz. Und er ist schon gelb am Körper. Dann zeigen wir mal den Rated RKO. Und im Hintergrund sehen wir Jerry Lawler und Jim Ross. Wir können sie ja mal besuchen gehen. Na? Hey. Hey, Freunde. Kann ich hier rauf eigentlich? Ich kann das Ding hier abnehmen. Ganz schön. Die Polygone sind ganz schön gering. Polygone. Von den Kommentatoren. Verdammt. Ich habe noch nie jemanden hier in dem Spiel durch den Tisch gejagt. Das würde ich gerne mal machen. Ich denke, das würde sich mal anbieten jetzt. Ich hoffe nicht, dass ich dafür eine DQ kriege. So, du sollst bitte raus. Warum? Hau zu hier. Na, komm schon. Na, Mist. Ich möchte das bitte schaffen. So. Ey, was? Der hat doch einen weg, oder was? Komm her hier. Vielleicht hätte ich auf Hammer Throw skillen sollen. Wenn man das so skillen kann. So, dann whippen wir ihn mal darauf. Funktioniert das? Jawohl.
Und ich würde mal sagen, zeig mir einen Piledriver. Gelingt mir das? Scheiße, nein, kacke. Kacke. Komm her hier. Ich zeig jetzt einen verdammten Piledriver. Durch den Tisch. Und dann gewinnen wir per Countout. Jawoll! So, mal gucken, ob er liegen bleibt. Ob das reicht. Wir sind bei 7. Scheiße, das... 9, das... Ah, das wird knapp! Ey, das kann was werden! Wenn er jetzt nicht sofort aufsteht und läuft. Tatsächlich! Ein Ringout-Sieg! Ich glaub's nicht. Mensch! Das ging ja so wie geplant. Krass. Krass, krass. Sehr krass. So. Wird jetzt Edge trotzdem Hauptherausforderer oder was? Have you ever seen him in anything but a foul mood? Well, occasionally he's a little smug, but he's got good reason to be upset. He just lost his championship opportunity. And I'm sure the championship is not the contender. I don't know about that. After that performance, I think the champ would be happy to have a rematch. It could have gone either way, and I don't think the champ would have gotten that lucky twice. Das wollen wir noch mal sehen. Das wollen wir noch mal sehen. So, mal gucken, ob wir irgendwelche Nachrichten bekommen. Ja, wir waren natürlich im Main Event. Oh, eine Cutscene! Eine Cutscene! Was wird das? Keine Ahnung! Wichtige Info an alle Abonnenten von Franz Zockt. Um auch in Zukunft die neuesten Videos von Franz Zockt auf deiner Startseite zu erhalten, abonniere einfach meinen neuen Kanal unter youtube.com/derfranzzockt. Link in der Videobeschreibung. Du fragst dich, wozu ein neuer Kanal? Dann guck dir mein Infovideo an, in welchem ich diese Frage beantworte. Und der Link zu diesem Video ist ebenfalls in der Videobeschreibung.